Und damit begrüße ich euch zurück zum Tennis Elbow Manager Nummer 2. Und ich habe jetzt mal einen relativ großen Sprung gemacht nach der ersten Folge. Ich habe zwischendrin schon noch einiges aufgenommen, habe aber gemerkt, dass ich das Spiel nach und nach erst verstehe und die Folgen jetzt nicht so sehenswert sind. Also ich habe wirklich richtig viel Spaß daran, habe auch viele Folgen aufgenommen. Deswegen habe ich jetzt bestimmt 2, 3 Stunden Aufnahmematerial einfach mal in die Tonne gekloppt. Aber ich glaube, zum Anschauen war es nicht ganz so spannend. Wir haben häufig auch ordentlich auf den Sack bekommen, sind im Doppel mal in Finale gekommen. Das war zumindest schon mal ganz cool. Aber natürlich auch Future Event, haben dadurch ein paar Erfahrungspunkte. Aber inzwischen bin ich ein bisschen schlauer geworden, wie ich dieses Spiel spiele. Und ich glaube, dass es für euch auch schöner ist, wenn wir diese Folgen jetzt mal weglassen. Wir sind jetzt inzwischen schon, ja, in, ich glaube, Kalenderwoche Pound 40 angekommen. Also ich habe einiges übersprungen. Wir sind deutlich im Minus mit dem Geld. Das habe ich noch nicht so richtig hinbekommen, aber wir verdienen halt momentan auch nichts, weil Tommy nach wie vor in den Qualifikationen leider scheitert. So, also wir sind in Südafrika unterwegs. Das ist das erste Turnier in Südafrika dieses Jahr. Wir schauen uns mal an, wie sich Tommy entwickelt hat. Wir sehen schon von den Werten, ist das ordentlich. Wir sehen, dass die Kurzzeitform leider nicht so ganz da ist. Wir können noch mal schauen, ob wir ein bisschen Yoga machen. Ja, hat nicht wirklich viel geholfen. Vielleicht sollten wir einfach mal generell eine Pause machen. Auf jeden Fall. Habe ich Tommy jetzt ein bisschen trainiert. Natürlich jetzt auch nicht nur immer, wie ich da am Anfang gemacht habe, dass wir alles gleich trainiert haben, sondern ich habe versucht, jetzt die Stärken von Tommy Haas auch einfach mal ein bisschen rauszuarbeiten. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig. Der Aufschlag ist, die Präzision, finde ich, ist erstmal am wichtigsten. Die Härte kommt erst dann danach. Lob und Dropshot spielen wir eh relativ selten, aber wichtig ist halt der Konter, der Passierschlag und auch der Return. Wir werden jetzt gleich auch sehen, dass Tommy sich da ganz, ganz anders bewegt als in der allerersten Folge, die wir da gemacht haben. So, Topspin, das müssen wir noch trainieren und vor allem müssen wir eigentlich die Kurzzeitform noch ein bisschen hochbekommen. Mentale Fähigkeiten kann man trainieren, indem man eben Matches spielt. Dann kriegt man hier unten Erfahrungspunkte und die kann man dann quasi, die Punkte kann man in Stunden umwandeln. Und das Gute ist bei der Erfahrung, die man sammelt, die Kurzzeitform geht dann häufig nach oben, weil es immer auch eine schöne Abwechslung ist von eben anderen Trainingsvarianten. Jetzt traue ich mich nicht, dann noch irgendwas zu machen. Ich hau vielleicht nochmal eine Pause rein. Vielleicht erholt ihn das nochmal ein kleines bisschen. Sieht erstmal gut aus. Wir sind inzwischen auch schon 18 Jahre alt geworden. Sind immer noch 1,88 groß, also gewachsen sind wir nicht mehr. Dann schauen wir mal rein. Wir spielen gegen Thomas Thomann, also wahrscheinlich Thomas Sperdisch, der Frühe. Wir schauen uns mal die Werte an. Also Vorhand ist ziemlich gut bei dem Gegner. 57, 88, 67, die Rückhand ist nicht besonders stark, aber er hat eine gute Konsequenz und eine hohe Präzision, also generell hat er die. Das wird schwierig werden, er ist ein guter Return-Spieler und ein Passierschlag, aber er kontert nicht besonders gut. Also wir können ihn schon unter Druck setzen, er spielt mit viel Topspin. Das wird ganz, ganz schwierig werden, er ist jetzt noch nicht der gewiefteste Spieler, wie wir hier sehen. Also wenn wir ihn unter Druck setzen, könnte es für ihn schon mal schwierig werden. Die Form ist momentan besser als unsere und er ist halt nicht besonders stark. Also ich würde sagen, wir setzen ihn unter Druck und spielen offensiv. Dann spielt er natürlich präzise zurück. Er ist, wie gesagt, nicht der beste Konterspieler. Also wir haben inzwischen auch nochmal mehr freigeschaltet, deswegen gehe ich einfach mal auf Pause. Also TH gegen T-Tom. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Berdich. So, weil ich den Namen eh meistens schon wieder vergessen habe von dem Gegner, also der Tscheche. So, dann gehen wir das nochmal ganz kurz durch. Distanz zur Grundlinie, gehe weiter hinter die Grundlinie, bedeutet natürlich eher ein bisschen defensiver, gehe näher an die Grundlinie, bedeutet offensiver, das würde ich aber erstmal so lassen. Wir attackieren auf jeden Fall häufiger seine Bälle, um ihn unter Druck zu setzen. Wie gesagt, er kann nicht so hart zurückspielen, er ist kein guter Konterspieler. Return und Konter ist ja nochmal ein Unterschied, also Return ist wirklich der Aufschlag, Return und Konter ist dann eben in der Rallye das Ganze zu returnieren quasi oder zu kontern. So, Netzangriffbereitschaft wird bei Tommy eh nicht besonders da sein. Ich würde versuchen, das erstmal ausgeglichen zu halten und dass wir die Rückhand eher bevorzugen, aber erstmal nur ganz leicht. Dann haben wir noch die Möglichkeiten, zweiter Aufschlag, erster Return. Also das ist unser zweiter Aufschlag oder eben der erste Return des Gegners. Da können wir schauen, dass wir beim Return-Distanz, wie wir da an der Grundlinie stehen, würde ich erstmal lassen. Genauso die Aggressivität beim Return. Und unser zweiter Aufschlag, da würde ich mal ein bisschen mehr Slice mit reinbringen. Und dann schauen wir jetzt mal den ersten Ballwechsel an.
schon. Da ist deutlich mehr Zug drin bei Tommy. Sieht schon viel, viel besser aus. Der Vorhand-Winner zum Start. Gegner spielt uns viel in die Rückhand, das kommt uns natürlich zugute. Wir haben eine gute Präzision, eine gute Härte. Knapp weg, aber trotzdem sind wir gut im Spiel. Die Kurzzeitform macht auch nicht den ganz großen Unterschied. Boah. Na, das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut, dass Tommy da die Vorhand. Jetzt haben wir drei leichte Fehler gemacht, beziehungsweise der Gegner auch einen Winner geschlagen. Also da die Vorhand zu umlaufen, war keine gute Idee. Wir lassen das mal ausgeglichen. Da ist wieder die einhändige Rückhand, die so schön stark ist bei Tommy Haas. Da geht er ans Netz und holt sich den Punkt. Ein erzwungener Fehler zum Einstand. Wichtig, die Vorhand sitzt heute gut. Ich glaube, die Vorhandduelle können wir hier auch dominieren gegen den Tschechen. Und da ist die Rückhand und wir holen uns das Break direkt zum Auftakt. Ihr seht schon, dieser Tommy Haas, ein völlig anderer Spieler inzwischen. Sehr gut, sehr präzise. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf Pause und schauen uns das eben an, nicht nur in der Rallye, sondern auch, wie wir beim ersten Aufschlag da zu Werke gehen. Die Aufschlaggeschwindigkeit können wir hier erhöhen, beziehungsweise wir können auch sagen, ein bisschen langsamer, da machen wir natürlich weniger Fehler. Mutsu Surf und Wally lasse ich so, da geht er eh selten nach vorne. Spin beim ersten Aufschlag lasse ich auch erstmal weg, der kann ruhig ein bisschen glatter kommen. Der zweite Aufschlag, haben wir ja gesagt, machen wir ein bisschen mehr Spin. Ansonsten bin ich da erstmal zufrieden. Sehr gut, sogar ein Ast direkt hinterher. 168 Stundenkilometer. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit Spezial, da gibt es die Dropshot-Bereitschaft. Dann entweder Sliced oder Topspin, Topspin Backhand. Also das ist auch nochmal. Da können wir dann natürlich, Slice ist dann eher flacher. Da springt der Ball nicht besonders hoch weg. Mut zu einem Lob oder Crosscourt versus down the line, also lieber die Linie entlang. Aber das würde ich Tommy jetzt erst nochmal überlassen. Beobachten den Gegner nochmal ein bisschen. Wir sehen jetzt auch, er bewegt sich an der Linie einfach schon besser. Sehr schön, auch da wieder einfache Fehler des Gegners. Also er bewegt sich besser zum Ball, er geht wieder mehr in die Mitte zurück, sobald er merkt, dass er den Punkt nicht macht. Und da sehen wir es schon wieder. Schöne Vorhand, wirklich Tommy Haas Vorhand, als hätte man ihn hier kopiert. Das Einzige, wie gesagt, ist der Aufschlag, der nicht zu 100% stimmt. Das ist sehr, sehr viel Djokovic, was da drin steckt. Der dribbelt sich da manchmal zu Tode. So, 2:0 Führung für uns. Wir dominieren hier eigentlich. Im ersten Satz, mal schauen, der Gegner wird offensiver. Muss er eigentlich auch werden. Jetzt gibt es hier das Vorhandduell, aber auch das entscheiden wir wieder für uns. Leichter Fehler, die Linie lang. Jetzt auch schon leicht gestresst der Gegner. Das haben wir bei Tommy aber bei den letzten Turnieren auch immer gesehen. Sobald er in Führung war, war er gestresst. Jetzt haben wir ja ein bisschen die mentalen Fähigkeiten gelevelt und der Return ist stark. Zweiten Aufschlag direkt attackiert. So, wir sehen hier den zweiten Return. Da können wir auch einstellen, okay, bitte höheres Risiko nehmen, also direkt den Winner schlagen. Zack. Und da wieder schön attackiert, den zweiten Aufschlag, 0,40. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus, was wir hier machen. Beim ersten Aufschlag erstmal zurückbringen und dann haben wir ja die Möglichkeit, wir sind überlegen. Tommy spielt sehr präzise, haut den auch noch auf die Linie, also 3:0. Ich würde sagen, wir können hier mal etwas schneller durchgehen. Den ersten Satz sollten wir uns eigentlich holen, relativ souverän. Mit 6:0 geht er an Tommy Haas. Das ist doch schon mal gut gegen Tomasz Thomann.
Glaube ich. Ich kann mir, wie gesagt, ich habe es auch in den Folgen davor gemerkt, die ihr, wie gesagt, nie zu Gesicht bekommen werdet, aber auch aus gutem Grund, weil die echt ein bisschen chaotisch langweilig sind. So ein typischer, ich habe mich an einem Game festgesuchtet, das ich noch nicht kenne, aber ich bin total begeistert, weil ich es gerade neu entdeckt habe und es macht echt sau viel Spaß. Und wir können uns ja noch verschiedene Spieler dann auch in unseren in unsere Mannschaft dazu holen und dann haben wir da eben auch noch mal ganz verschiedene Spielertypen, Sandplatzspieler und so weiter. Wir sehen ja momentan eigentlich nur Zement und Hartplatz, so die etwas schnelleren Plätze. Guter Return. Boah, er wird jetzt offensiver, man sieht es. Er versucht jetzt mehr zu agieren zu Beginn des zweiten Satzes, der Tscheche. Boah, nee, das war nicht gut. Das war auch der erste Aufschlag. Da haben wir eigentlich nichts nochmal zusätzlich eingestellt. Ja, er versucht jetzt mehr auf die direkten Punktgewinne zu gehen, der Gegner. Und der ist weg und dann relativ souverän das 1 zu 0 im zweiten Satz. Da müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht selber zu defensiv werden. Sehr gut. Das war schon mal eine gute Antwort. Guter Aufschlag und jetzt direkt hinterhergehen. Den holt er noch. Ah, der ist seitlich weg. Nicht gut. Na, jetzt eine knifflige Phase. Kommt der Tscheche da ins Spiel rein oder ist das nur eine kurze Schwächephase? Da gleich der leichte Rückhandfehler. Und übrigens schön, dass die Balljungen und so weiter sich einfach gar nicht bewegen. Die bockt das alles nicht. Die sitzen einfach rum. Super Rückhand mit viel Topspin. Der Prince of Tennis. Ich weiß nie, wer das mal gesehen hat, Prince of Tennis. Fand ich als Kind mega gut und habe da alle 8 Milliarden Folgen geschaut, die es gibt. Und inzwischen, wenn ich da nur 3 Sekunden reinschaue, schäme ich mich einfach so dafür. Wobei, schämen ist zu viel gesagt. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht mehr so gut und kann mir vielleicht mal ein bisschen was anschauen. Aber ist schon eine sehr lächerliche Form des Tennis. Aber ist bei japanischen Animes ja eigentlich fast immer so. So, genug Prince of Tennis. Wir haben hier unseren Tommy of Tennis. Der ist uiuiuiui. Ganz, ganz knapp weg. Jetzt fängt er wieder an zu streuen und Fehler zu machen, der Gegner. In der Regel müsste jetzt das Break kommen. Sehr aggressiv beim zweiten Service unter Druck gesetzt und zack, kommt wieder der leichte Fehler des Gegners. Dranbleiben jetzt. Mal schauen, kommt der erste Aufschlag, platziert ihn, aber er schlägt ihn nicht besonders hart rein und Tommy mit der Rückhand Crosscourt direkt schön platziert im Eck. Sieht schon schön aus, was Tommy da macht. Guter Aufschlag, Slice, Backhand zurück und den haut er auf die Linie. Da sieht man, wie wichtig der Aufschlag ist, gerade auch so beim Aufbau eines Punktes. Guter Return, der kam schön lang. Ah, den verzieht er. Wir bleiben trotzdem so aggressiv, weil der Gegner Probleme hat, überhaupt ins Spiel reinzufinden. Wir haben eben bei seinem ersten Aufschlagspiel mal gesehen. Ah. Also das Netzspiel, finde ich, sieht nicht so toll aus. Also jetzt nicht nur wegen Tommy Haas, sondern generell von den Animationen her. Aber deswegen haben wir ja auch einen Grundlinienspieler gewählt. Ui, da hat er mal einen Stopp gespielt. Mann, Mann, Mann. Ganz, ganz knapp. So, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht dann die nächste Runde auch noch mit reinkriegen. Das müsste doch eigentlich passen für Tommy. Das ist dann ein 6-0, 6-2 in der ersten Runde in der Qualifikation. Wir haben es geschafft. Ein Ass haben wir sogar mal geschlagen. Doppelfehler gab es keinen. Schnellster Aufschlag ist jetzt schon bei 173 Stundenkilometer, 29 Winner und nur 12 Unforced Errors, 2 erzwungene Fehler. Und beim Gegner, man hat halt gesehen, das offensive Spiel hat ihn unter Druck gesetzt. Also 17 erzwungene Fehler, generell nur 18 Punkte gemacht. Starke Leistung von Tommy. Qualifikation, zweite Runde haben wir erreicht. Spielen jetzt gegen Shao Tai Li, der bislang in Ruanda in letzter Zeit mal in die dritte Qualifikationsrunde gekommen ist.
es dann aber auch dort nicht geschafft hat, in Shanghai und in Kolding in letzter Zeit immer ausgeschieden. Und wir hatten jetzt mal eine längere Turnierpause auch, um eben da endlich mal ein bisschen reinzukommen. So, wir gehen mal direkt ins nächste Match und sehen, dass wir noch 2 Stunden übrig haben. Die 2 Stunden machen wir Yoga und holen uns dann ein bisschen bei der Kurzzeitform. Die Rückhandpräzision ist natürlich stark. Trotzdem haben wir eben auch gesehen, dass wenn wir einstellen, dass er mehr über die Rückhand gehen soll, dass er dann natürlich auch die Vorhand häufig umläuft und dass man umläuft eher die Rückhand als die Vorhand. So kenne ich das zumindest. So, direkt die nächste Action. Chao Tai Li ist auf jeden Fall bei der Rückhand deutlich stärker. Wir werden ihm in die Vorhand spielen. Er ist ein sehr guter Return-Spieler. Also müssen wir beim Aufschlag aufpassen. Was kann er denn sonst nicht? Also, er ist von der Physis her noch nicht so stark und von der Taktik her auch sehr schwach. Er ist sehr motiviert. Verletzungsrisiko. Er spielt viele Turniere. Das sieht man da ganz deutlich. Also, wir spielen ihm in die Vorhand. Wir spielen aggressiv und müssen beim Aufschlag mal schauen, dass wir da ein bisschen mehr Slice reinbringen. So, ein positiver Wert, schlage öfter zur Vorhand. Da würde ich dann sogar mal 20% geben. Das ist unser zweiter Aufschlag. Da würde ich ein bisschen mehr Spin beim Surf mit reingeben. Ansonsten passt das so erstmal. Und dann schauen wir uns mal die ersten Aufschlagspiele an. Zweite Runde Qualifikation mit Tommy Haas gegen Lee. Ja, da sehen wir, der hat schon deutlich mehr Schmackes drin. Zumindest auf der Rückhand. Deswegen wäre es wichtig. Auf der Vorhand, Entschuldigung. Deswegen, nee, genau, er hat ordentlich Schmackes auf der Rückhand. Deswegen sollten wir ihm häufiger auf die Vorhand spielen. Bislang macht Tommy das nicht wirklich gut. Habe ich das falsch eingestellt? Nee, schlage öfter zur Vorhand. Er schlägt ihm dauernd auf die Rückhand. Wird eine böse Taktikbesprechung nach den ersten 2 Punkten mit Tommy Haas. Ah, da standen wir nicht gut zum Ball. 30-15. Ja, Tommy bewegt sich noch nicht so gut, beziehungsweise der Gegner schickt ihn auch sehr gut. Da konnten wir in der ersten Runde viel besser immer zum Ball stehen. Jetzt können wir uns mal hinstellen und positionieren 30 beide. Gutes Spiel, aber der Gegner macht uns Probleme. Hat uns wieder gesehen. Tommy trifft den Ball nicht richtig. Mit ein bisschen Glück holen wir uns den Breakball. Jetzt vielleicht den zweiten Aufschlag ein bisschen attackieren, wenn es so weit kommt. Feld ist offen und er spielt es wirklich gut. Einstand mit der Vorhand haut er den Ball da rein. Er ist weg und wir holen uns wieder den Breakball. Große Streuung noch beim Gegner. Und die Vorhand ist nicht so schwach, wie sie zunächst aussah. Waren wir nie wirklich drin im Ballwechsel? Hat der Gegner von vornherein dominiert. Aber trotzdem hart umkämpftes Aufschlagspiel. Guter Return, der müsste. Ach, der dachte, der wäre weg. Aber sehr gut. Früh genommen. Wirklich ganz, ganz früh. Das kennt man von Stan Wawrinka auch, der diese einhändige Rückhand, die Bälle häufig so früh nimmt, oder Dominic Thiem. Das ist Wahnsinn. Da denkt man sich auch, Mann, Mann, Mann. Was man da für eine Kontrolle haben muss. Oh, den trifft er nicht gut, geht ans Netz. Macht er den weg? Er macht den weg und das Break für Tommy Haas im ersten Spiel. Jetzt heißt es natürlich, das auch mal durchbringen. Der Gegner, wie gesagt, ein sehr guter Return-Spieler. Gesagt, getan. Also erstmal ins Aus. Kurz mal einen Kaffee getrunken, noch früh am Morgen. Ja,
ganz, ganz stark. Das war ein guter Return vom Gegner. Da musste Tommy eigentlich gar nicht so viel Risiko eingehen. Schön durch die Mitte und der Slice ist wieder im Aus. 40-0. Auch hier starten wir gut rein. Wie gesagt, nicht missverstehen, dass ich jetzt da einiges übersprungen habe mittendrin. Nicht, weil wir da Misserfolg hatten, sondern weil es, glaube ich, einfach... Ich wusste noch nicht so richtig, wie man dieses Spiel spielt. Deswegen haben wir da jetzt auch viel Zeit zwischendrin verloren. Wenn ich es jetzt nochmal anfangen würde, würde ich es auch noch ganz anders spielen. Aber wir bleiben da jetzt erstmal drin und versuchen mal so im ersten Durchgang. Man hat ja viel Zeit. Boah. Longline. Low 15. Vorhand. Winnerschlag von Tommy Haas. Also man hat ja viel Zeit, hier die Spieler zu entwickeln. Und seine Academy ein bisschen weiter aufzubauen. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ist jetzt ein bisschen in der Defensive der Gegner. Und jetzt kommt die Rückhand. Bumm. Keine Chance für den Gegner. 0-30. Tommy Haas rollt hier ganz gut durch, nachdem das erste Aufschlagspiel noch ein bisschen wackelig war. Aber wie gesagt, der Gegner ist mir zu defensiv. Er spielt die Bälle nur noch zurück. Er muss Tommy Haas zum Laufen bringen. Wenn er sich so positionieren kann, Tommy Haas, dann wird es für den Gegner nichts. Drei Chancen zum 3-0. Weiß nicht, warum er aufgehört hat, aggressiv zu spielen. War die deutlich bessere Variante, aber so, wie gesagt, wird das nichts. So rennt er hin und her und Tommy kann schön verteilen. Der ist seitlich weg und damit steht es 3-0. Wir bleiben bei unserer Taktik. Wir hauen den Ball häufiger auf seine Vorhand. Wir gehen mal in den nächsten Satz rein. Das müsste doch eigentlich ganz gut passen für Tommy. Und dann holen wir auch hier das 6-0. Also Tommy Haas hat sich gut gemacht. Schauen wir mal, ob wir uns gleich das Break holen können. Diesmal nicht. Lee holt sich dort den Aufschlag. Aber da ist das Break zum 2-1. Tommy bestätigt mit dem 3-1. Und dann sieht das ziemlich gut aus. Dann gehen wir nochmal ins Return-Spiel von Lee bei 6-0, 5-1. Das wird dann doch sehr deutlich. Dann haut er uns aus. Dann schauen wir jetzt mal bei Einstand, ob Tommy das dann endlich zumachen kann. Sehr schön. Schön gespielt. Und der war ganz knapp draußen. Advantage Return. So, Matchball Tommy Haas, 6-0, 5-1. Da sollte nichts mehr anbrennen. Guter Aufschlag, aber toller Return von Tommy. Den kriegt er noch, aber der ist wohl zu lang. Und das war das Game Set Match. Tommy Haas, der auch ein bisschen merkwürdig jubelt. 54-19 Punkte. Wir sind im Finale der Qualifikation. Und spielen dort jetzt gegen Melnick. Ist das nicht von Two and a Half Men? Der zweite Ehemann. Ich glaube schon. Das ist der die Samen spuckt. Oder egal. Auf jeden Fall haben wir bislang nur drei Spiele abgegeben. Melnick hat sich jetzt gegen Denisov relativ deutlich mit 6-1, 6-0 durchgesetzt. Auch nicht ganz verkehrt. Kriegen wir natürlich schon wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Können das Stellungsspiel, wir haben niemanden dabei, der ihn trainieren könnte, ist aber auch nicht schlimm. Gehen wir halt ins nächste Match rein und schauen, dass wir nochmal ein kleines bisschen Yoga machen. So, 92% hat es immerhin gereicht und wie gesagt, die Rückhand, die Präzision bei 67% ist für uns natürlich top. Wir haben gar keinen Trainer oder sonst irgendwas, wir müssen das alles so trainieren. So, Geschwindigkeit und Stärke, da gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber muss es ja auch geben, ist unsere allererste Saison. Schauen wir uns den Gegner im Finale an. Der hat eine sehr schlechte Rückhand. Eine wirklich schlechte Rückhand, aber bei den physischen Fähigkeiten ist er stark. Die Form ist auch gut, die mentalen Fähigkeiten hat er noch nicht ganz, obwohl er schon 28 ist. Topspin ist so lala. Guter Return-Spieler kann ein bisschen was von allem.
Aber ansonsten in der Rallye spielen wir eben mehr in die Rückhand. 2,1 Meter groß. Wow, wow, wow. 2,1 Meter groß. Gut, dass ich das noch gesehen habe. So, dann schauen wir jetzt erstmal. Wir spielen wieder aggressiv. Das liegt unserem Tommy einfach ganz gut. Er hat eine schwache Rückhand gehabt, oder? Wir werden es rausfinden. Die Rückhand war, glaube ich, schwach. Bei uns lassen wir es ausgeglichen. Unser erster Aufschlag bzw. der zweite Return. Können wir auch wieder schön aggressiv sein. Er hat bestimmt keinen schlechten Aufschlag, wenn er so groß ist. Und dann würde ich nämlich ganz gerne. Positiver Wert, schlage mehr Slice Rückhand. Dann würde ich nämlich ganz gerne, da er so groß ist, ein bisschen mehr mit der Slice Rückhand mal probieren. Einfach nur auch testweise. So, ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen. Sehr schön. Man sieht schon, er bewegt sich natürlich ein bisschen hölzerner, der Gegner. 2,1 Meter groß ist schon übel. Rückhand hat wenig Power. Vorhand-Ausholbewegung ist relativ kurz. Second Service. Da gleich mal drei Spielbälle zu Beginn. Würde jetzt gerne mal die Slice Backhand sehen von Tommy. Normalerweise ziehen wir die ja immer relativ glatt durch. Da haben wir sie wieder glatt durchgezogen, aber es ist auch okay jetzt gerade. Da geht er ans Netz. Bah, den macht er weg. Ja, Respekt. Ganz viel Play von Tommy. Applaudiert er. Also schön gespielt, ans Netz vorgegangen. Na, der Aufschlag, der passt noch nicht so richtig. Super. Schön weggemacht. Da hat der Gegner ihm einfach nur in den Schläger gespielt. 1:0. Ja, so eine. Super. Schön. Das sah gut aus. Und ich würde auch sagen, wir sind gleich beim Return. Gut, beim ersten Return lasse ich es mal ausgeglichen. Beim zweiten Return würde ich es dann etwas aggressiver einstellen, weil er rennt viel ans Netz vor. So ein typisches Surf-and-Volley-Ding. Das haben wir bislang noch selten gesehen, aber Tommy müsste im Return-Spiel jetzt eigentlich gut genug sein, um damit umgehen zu können. Super. Auch den macht er weg. Bislang keine Chance für den Gegner. Second Service. Sehr schön unter Druck gesetzt und dann gleich mal drei Breakbälle. Also, das ist ein bisschen langweilig fast, dass wir hier jetzt alle so wegspielen. Vorher habe ich fast immer verloren und habe es nie über die Qualifikation irgendeines Turnieres geschafft. Ist wirklich so. Und jetzt hauen wir hier den Ball ins Aus. Nee, hauen wir hier eigentlich alle Gegner bislang ordentlich vom Platz, haben bislang nur drei Spiele abgegeben in zwei Matches. Schöner Aufschlag eigentlich nach außen. Gut verteilt. Jetzt hätte er ihn laufen lassen können. Tommy stellt sich nicht gut zur Rückhand. Jetzt muss er wieder zurückgehen. Ne, da waren wir, haben wir keine gute Position gefunden. Das Stellungsspiel war schlecht. Aber immerhin noch ein Breakball für uns. Aufschlagbewegung ist lustig beim Gegner. Oh, da haut er den Slice einfach ins Netz. Game Player One. So, also, dann schauen wir mal. Erster Aufschlag, spielen wir relativ glatt. Bewegen ihn gut und zack, haben wir es schon. 15-0. Das Aufschlagspiel schauen wir uns noch an, ob wir zum 3-0 da entkommen. Ach, da war der Slice endlich mal. Haben wir bislang eigentlich kaum gesehen und der ist leider zu lang. Aber gegen den großen Spieler ein Slice, wobei natürlich, wie gesagt, auf Zement springt der Ball relativ hoch weg.
Super. Da hat jeder jetzt mit dem Longline gerechnet. Dann kommt der Crosscourt-Winner. Schön, dass man das auch einstellen kann, ob man über Crosscourt oder Longline spielt. Bei den Passierschlägen. Boah. Super. Mit ein bisschen Glück, bis er vorne ist, ist auch meistens schon eine halbe Minute vergangen. Man hat gesehen, er hat sich auch sehr spät entschieden, ans Netz vorzukommen. Zwei Spielbälle zum 3-0. Und da holen wir es auch. Also Tommy ist jetzt schon fast eine Nummer zu gut für diese Kategorie von Turniere. Da sehen wir auch leider, ja, schon wieder 6-0. Jetzt rollen wir hier richtig durch. Zum Anfang zweiter Satz ist meistens ein bisschen spannender. Ja, aber das wird dann eine sehr eindeutige Geschichte für Tommy Haas. Also, wie gesagt, wir sind jetzt eine Nummer zu groß anscheinend für die Art von Turnier. Jetzt sind wir aber auch endlich mal qualifiziert fürs erste Mal, dass ich ins Hauptfeld schaffe. Wie gesagt, ungelogen, das allererste Mal. Sonst habe ich immer irgendwo einen Gegner bekommen. Auch hier in den Qualifikationen habe ich dann gedacht, ach ja, der ist hier nur die Nummer 1100 irgendwas der Welt. Und dann auf einmal hatte der deutlich bessere Werte als ich. Und dann habe ich natürlich trotzdem auf die Mütze bekommen. Aber jetzt ist doch schön, wir haben endlich mal ein Hauptfeld erreicht. Also wir können ja mal schauen, die Aktivität von uns, wenn wir es mal durchgehen. Also Qualifikation Runde 1, Runde 1, Runde 1, Runde 1, Runde 1. Haben wir nie irgendein Spiel gewonnen, Runde 1, Runde 1, Runde 1. In Venezuela habe ich es mal in die dritte Quali-Runde bei einem Future-Event geschafft. In USA in die Runde 2. Und in Italien auch in die Runde 2. Und jetzt aktuell sind wir in Woche 42, 43. Und jetzt habe ich zum allerersten Mal es in ein Hauptfeld geschafft. Und ihr wart live dabei und wir haben das relativ easy geschafft. War aber auch ein bisschen Glück, wie gesagt, weil die Gegner einfach jetzt auch nicht ganz so stark waren. Selbstvertrauen ist groß, 98,7. Respekt. Ja, ist okay, die 2 Stunden, die erholen wir uns jetzt nochmal. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht dann auch für die nächsten Turniere dann uns nochmal mit eintragen. Also, wir spielen jetzt gegen Laszlo Klein. Ich weiß nicht, heißt er Laszlo? Nein, er heißt Lukas. Lukas ist auch einfacher, hat sich jetzt auch mal qualifiziert. Auch das erste Mal für ihn, dass er eine Qualifikation überstanden hat. Die Nummer 633 der Welt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's endlich mal in das Hauptfeld rein. Also, erstes Spiel beim großen Turnier ist jetzt übertrieben gesagt. Wir spielen in Südafrika immer noch bei den ganz kleinen Events. Ich freue mich schon, wenn wir auch mal die Qualifikation Indian Wells oder Grand Slams und so weiter spielen. Dann werden die Spiele auch erst richtig spannend. Also ich sage Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.